fassen wir die ganze Theorie noch mal kurz zusammen. Da existiert eine der größten wissenschaftlichen Theorien, ihr Name die Theorie von allem. In erster Linie ein physikalisches Grundproblem. Auf der einen Seite, dann haben wir auf der anderen Seite ein Buch. Dieses Buch hat 5 Besonderheiten, 5 wichtige Merkmale. Erstens, das Buch enthält eine untergegangene, verlorengegangene Philosophie des alten Ägyptens und Griechenlands. Zweitens, das Buch enthält Prinzipien bzw. Gesetze. Das sind nicht irgendwelche Prinzipien. Es sind die höchsten und zugleich grundlegendsten, sprich fundamentalsten Prinzipien einer jeden wissenschaftlichen Disziplin. Sie gelten in der Physik auf den unterschiedlichsten Ebenen, im Großen wie im Kleinen, genauso wie sie in der Mathematik, in der Biologie, in der Chemie und in jeder anderen wissenschaftlichen Disziplin gelten, die diesen Namen verdient. Das ist ja das Besondere an diesen Prinzipien. Und diese Prinzipien sind in der Wissenschaft schon mehrfach bewiesen, belegt und anerkannt worden. Drittens, in dem Buch ist die Rede davon, dass es sich dabei um Wahrheiten und Weisheiten handelt. Anhand der Aussagen namhafter Wissenschaftler konnte ich zeigen, dass ich diese Aussagen im Zusammenhang mit der Theorie von allem mit diesem Buch decke. Darunter eine mathematische Beweisführung, die von Kurt Gödel. Sie belegt eines der fundamentalsten Prinzipien, das Prinzip der Polarität. Viertens, dieses Buch enthält einen ganz besonderen, kuriosen Namen. Keiner weiß, was dieser Name zu bedeuten hat. Aber mit Hilfe der Etymologie konnte ich zeigen und anhand der Silben, dass wir diese Silben oder diesen Ausdruck dieses Buches als die legendären Schüsse Salomons herleiten können. Und fünftens, dieses Buch ist untrennbar mit der Zahl 7 verbunden. Denn 7 fundamentale Prinzipien beschreiben eine Theorie vom All bzw. eine Theorie von allem. Nicht ohne Grund lautet ja auch eine der grundlegendsten Weisheiten: Wenn alles im All ist, so ist es in gleicher Weise wahr, dass das All in allem ist. Derjenige, der diese Weisheit richtig versteht, beziehungsweise derjenige, der diese Wahrheit richtig versteht, hat ein fundamentales Wissen erlangt. Er hat die Theorie von allem erkannt. Und ihr physikalisches Grundproblem basiert gerade mal auf 2 dieser Prinzipien, auf dem Prinzip der Schwingung und auf dem Prinzip der Polarität. Sie suchen eine vollständige Beschreibung aller Grundkräfte. Da Energie und Kraft sich nur im Grad der Schwingung voneinander unterscheiden und ihre Wechselwirkung in der Physik Kräfte sind, somit lassen sich alle Grundkräfte diesem Prinzip unterordnen. Es ist ein Gesetz. Und die Raumzeit, das war ja eine der größten Errungenschaften von Albert Einstein. Er hat Raum und Zeit zur Raumzeit zusammengeführt, basiert auf einem anderen fundamentalen Prinzip, nämlich dem Prinzip der Polarität. Dieses Prinzip ist eines der fundamentalsten Prinzipien. Es erklärt Ihnen nicht nur, warum es Raum und Zeit gibt, es erklärt Ihnen darüber hinaus auch die Komplementarität, ein Begriff, den Niels Bohr 1927 bereits in die Physik eingeführt hat, nur mit dem Unterschied, dass diese Prinzipien schon wesentlich älter sind. Ja, es erklärt ihm die Relativität und somit auch die allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. Sie lässt sich auf dieses Prinzip zurückführen. Dieses Prinzip erklärt ihm aber auch alle paradoxen Erscheinungen. Immer dann, wenn Sie in der Physik auf paradoxe Erscheinungen stoßen oder treffen, ja, aber auch in jeder anderen wissenschaftlichen Disziplin, dann haben Sie es genau mit diesem Prinzip zu tun. Die Riemannsche Vermutung ist ein Phänomen dieses Prinzips. Ihre Theorien von Paralleluniversen und Multiversen lassen sich genau auf dieses Prinzip zurückführen. Und so ist die Aussage von Ernst Peter Fischer, die Einheit ist die Zweiheit, leider nicht richtig. Die Einheit besteht in der Vereinheitlichung dieser 7 fundamentalsten Prinzipien zur sogenannten Siebenzahl. Und mit Hilfe dieser 7 Prinzipien wird eine Theorie von allem beschrieben. Und diese Philosophie und dieses Buch ist untrennbar mit der Zahl 7 verbunden. Genauso wie die Salomo-Geschichte mit der Zahl 7 verbunden ist. Und nicht ohne Grund haben wir eine Überlieferung, wonach es lautet, dass diese Weisheiten einst über die Grenzen hinaus bekannt waren. Ja, über die Jahrhunderte ist viel Wissen verloren gegangen. Zusammenhänge sind auseinandergerissen worden. Wir haben nicht mehr viel, wir haben nur noch bruchstückhafte Überlieferungen, aber anhand der 7-Zahl können wir feststellen, dass dieses Wissen einst bestanden haben muss.
Wir finden sie überall. Wir finden sie in der Antike, in der Mythologie, in den Urvölkern, ja, in Peru, Bolivien. Sie taucht bei den Maya auf, bei den Indianern, aber auch in den Naturwissenschaften. Ja, dort speziell in der Physik, in der Nanotechnologie. In der Mathematik spielt die Zahl 7 eine besondere Rolle. Aber ganz besonders in der Biologie. Ihre Forschungsergebnisse aus der Genetik belegen, dass 7 Bausteine maßgeblich für lebenswichtige Merkmale und Funktionen verantwortlich sind. Das sind Ihre Forschungsergebnisse. Und Ihre Forschungsergebnisse belegen darüber hinaus gerade auch noch mal eine mythologische Überlieferung, die da lautet: Die vollkommene Weltzahl ist natürlich nur die 7-Zahl. Sie ist die Urschöpfung, der alle übrigen Schöpfungen nachgelagert sind. Wenn alle nachgelagerten Schöpfungen auf der Zahl 7 basieren und Sie es mit Ihren genetischen Forschungsergebnissen belegen, dann können wir da nicht mehr von Zufall sprechen. Und nicht ohne Grund ist der Mensch nicht nur ein weiser Mensch, sondern er ist darüber hinaus auch ein Mensch der 7-Zahl. Denn exakt das bestätigen sie mit ihren Forschungsergebnissen. Und mit diesen 7 fundamentalsten Prinzipien sind wir auch in der Lage, eines der größten Rätsel in der Ägyptologie zu lösen. Das Rätsel der Sphinx und das Geheimnis der Pyramiden. Um dieses Rätsel lösen zu können, benötigen wir auch die Kenntnisse bzw. das Geheimnis von Baphomet. Sowohl Baphomet als auch die Sphinx, beide Götzenfiguren sind Mischwesen. Beide Götzenfiguren symbolisieren die 7 fundamentalsten Prinzipien, die in allen Wissenschaften ihre Gültigkeit haben, mit denen wir eine vollständige Theorie von allem beschreiben können. Ja, nicht ohne Grund suchte man in einem uralten Buch, dem Corpus Hermeticum, nach dem universellen Code, mit dem wir die Rätsel dieser Welt lösen können. In dieser Schrift hat man bislang vergeblich nach den Schlüsseln zur Sphinx gesucht. Die Schlüssel zur Sphinx sind die 7 universellen Prinzipien, die 7 fundamentalsten Prinzipien. Sie sind der universelle Code, mit dem wir die Rätsel dieser Welt lösen können. Es ist der Masterplan, den Robert Boval 1996 versucht hat, in die Ägyptologie zu tragen. Sehen Sie, sehr geehrte Wissenschaftler und Forscher und Suchende, ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe 13 Jahre Forschungstätigkeit hinter mir. Ich habe 5 wissenschaftliche Arbeiten geschrieben, darunter eine Beweisführung zur Riemannschen Vermutung. Alle Arbeiten habe ich den Akademien der Wissenschaften eingereicht. Leider höre ich aus irgendeinem Grund nichts von diesen Akademien. Ich habe 5 Bücher verfasst. Ich habe eine Internetseite erstellt. Und nun drehe ich dieses Video, diesen Film. Mehr kann ich nicht tun. Aber eines weiß ich. Diese Theorie ist der Maßstab für Ihre Wissenschaft. Und ich weiß noch etwas. Diese Theorie wird immer mit meinem Namen verbunden sein. Mit dem Namen Kai Gebhardt. Nichtsdestotrotz, ich würde mich freuen, wenn ich seriöse Wissenschaftler oder Wissenschaftsjournalisten finden könnte, die mich unterstützen könnten, diese Theorie in die Öffentlichkeit zu tragen, damit wir sie endlich diskutieren können. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn ich etwas von Ihnen hören würde.